Silas Wamangituka vom VfB Stuttgart hat unter falscher Identität beim Bundesligisten gespielt. Der Kongolese hat seinem Verein offenbart, dass er eigentlich Silas Katompa Mupa heißt und er Opfer von Machenschaften seines ehemaligen Spielevermittlers geworden sei. Auch das Geburtsdatum des Stürmers stimme nicht und er sei ein Jahr älter als ursprünglich angenommen. Ob es nun Konsequenzen für den Profi gibt, ist noch unklar. Der VfB Stuttgart hat Kontakt zur Deutschen Fußballliga und dem Deutschen Fußballbund aufgenommen.